Was war das? Das klang nicht gut. Ah! Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. Ich befinde mich auf dem Weg zurück zur Base. Jetzt haben wir das Modifikationsmodul für den Moonpool bekommen. Das Fahrzeugmodifikationsmodul. Und das Teil ist richtig wichtig. Damit können wir nämlich die Seemotte upgraden. Das war jetzt mein Ziel eigentlich schon gewesen. Dass wir die Seemotte upgraden. Dass wir unbedingt es schaffen, tiefer zu tauchen. Dass wir unter die 200 Meter kommen. Das ist ganz wichtig. Weil nur so bekommen wir nämlich neue Technologien und neue Rohstoffe. Wenn wir diese Hürde mit den 200 Metern nicht nehmen, wenn wir die nicht überwinden können, dann bleiben wir ewig auf diesem Stand hängen, glaube ich. So. Jetzt muss ich mal gucken. Auftauchen. Vorsichtig. Jawohl. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Ich bin vor Ort an Bord. Und jetzt, genau, schauen wir mal. Also, Fabrikadinsky. Und da, was fällt denn das eigentlich? Ne, Moment, das muss ich mit dem Konstruktionstool machen. Hier, genau. Computerchip und Kupferdraht. Okay, das sollte ja eigentlich alles machbar sein. Das sollte ich ja alles eigentlich haben. Nee, Moment, habe ich nicht. Mir fehlt Kupfer, glaube ich. Ich glaube, mir fehlt Kupfer. Was brauche ich nochmal für einen Computerchip? Mal gucken. Kupferdraht, Tischkoralle. Ja, ich brauche Kupferdraht. Den kann ich nur mit Kupfererz machen. Scheiße! Ich wusste, dass mir irgendwas fehlt. Es musste irgendwas fehlen. Es musste was fehlen einfach. Mist, ich kann den ganzen Kram nicht ablegen. Ich muss mal irgendwie einen Schrank machen oder so. Warte mal. Brauche ich Quarz? Hier, ich mache mal so einen Wandschrank. Sonst habe ich hier nur Probleme mit dem Platz die ganze Zeit. Ja, das packen wir mal weg. Das packen wir mal auch weg. Oh, das ist ja hier... Genau, das war das Quecksilbererz. Das sollte ich auch auf gar keinen Fall verlieren. So, Tischkorallen haben wir. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch Kupfer. Das kriege ich doch bestimmt hier in der Gegend. Oh, scheiße, ist das dunkel. Das kriege ich doch bestimmt hier aus den Knubbeln raus. Das war doch schon Kupfer, oder? Ja. Wusste ich doch, dass ich das kriege. Ich muss nur die Knubbel finden. Also da haben wir jetzt schon mal... Wir brauchen zwei Kupferdrähte für die Station. Und das heißt, wir müssen noch zweimal Kupfer finden. Zwei Einheiten haben wir jetzt schon. Das ist Silber. Aber das Silber brauche ich, glaube ich, auch noch. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Da oben ist ja auch eine Rettungskapsel. Warte mal. Da muss ich jetzt mal gerade nach unten tauchen. Nochmal schnell Luft holen. Weiß nicht, ob ich das jetzt geschafft hätte. Am besten mal kurz in den Moonpool auftauchen. Sauerstoff, 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 den guten Stoff. Und runter. Ich glaube, die habe ich noch nicht gefunden, oder? Da oben? Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Da. Ist mir vorher nie aufgefallen. War die schon die ganze Zeit da? Oder ist die jetzt erst neu dazugekommen? Das wäre ja auch lustig. Wenn da einer ewig im Orbit rumgegurkt ist und dann jetzt erst... Oh, wie kommt man denn da rein? Warte mal, kommt man da rein? Man kommt auf jeden Fall oben drauf. Aber... Man kommt irgendwie nicht rein. Hier kommt man nicht rein. Irgendwo an der Seite oder so muss es doch offen sein. Ah, hier, genau. Das war doch klar. Ein Datensender. Und was ist drin? Kreatur und Täuschkörper. Das ist schon mal gut. Hier ist ein PDA. Rettungskapsel 4, Besatzungsaufzeichnung. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Raus. Und wieder runter. Und Augen offen halten für Ressourcen. Ganz wichtig. Ich brauche so einen normalen Standardknubbel. Das ist Gold, das brauche ich gar nicht. Ich brauche so einen helleren Knubbel, nicht diese dunklen. In den dunklen sind immer nur diese Spezialressourcen drin. Ich brauche die hellen, die normalen Steine. Da ist Kupfer dann meistens drin.
Wo sind die normalen Ressourcenknubbel? Wo sind sie? Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht ersticke oder so. Ist ja überhaupt nichts. Alles nur Gold. Ich brauche nicht, brauch kein Gold. Ich will nicht reich sein. Ich will einfach nur Kupfer, reicht mir. Verdammt. Muss ich wohl nochmal hier Luft zuzeln, ganz schnell. Lüften. Gut durchlüften. Und weiter. Habe ich das hier alles schon abgefarmt vielleicht? Ist ja auch ein Ding, ne? Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass ich hier schon alles weggefarmt habe. So, jetzt müssen wir mal nach normalen Steinknubbeln Ausschau halten. Da ist einer. Da müsste dann eigentlich... Ja. Titan drinne sein. Scheiße. Da ist noch einer. Ja, Kupfer. Ah! Oh Gott. Scheiße. Okay, ich brauche nur noch einmal Kupfer. Ich liefere das jetzt lieber schon mal ab, was ich habe. Nicht, dass es dann weg ist, weil ich sterbe oder so, weil ich ersticke. Das wäre irgendwie doof. Gleich erstmal abliefern. Gleich erstmal auf Nummer... Da ist noch einer! Wisst ihr was? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Weg dahin sterbe? Das nehmen wir jetzt noch mit hier. Bitte Kupfer. Nein, es ist ausgerechnet Titan. Diese Rochen, die machen ja nichts. Töten mich ja nicht. Da ist noch einer. Da. Ja! Okay, ich hab's alles. Jetzt schnell zurück und die Verbesserungsstation bauen. Also erstmal natürlich die Bauteile dafür. Also wir brauchen Kupfer. Kabelrolle, so. Dann brauchen wir die Tischkorallenproben. Machen wir alles hier raus, was wir jetzt hier brauchen. So, Mikrochip. Und dann brauchen wir nochmal nachgucken. Was brauche ich jetzt nochmal? Moment. Ganz, ganz ruhig. Was brauche ich? Fahrzeugverbesserungsstation? Hier. Kupferdraht noch einmal. Genau. Flupp. So, jetzt kann ich sie machen. Also. Genau. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo musste man die nochmal hinplatzieren? War das hier drüben? War denn das? Konnte man denn die nochmal aufbauen? Ich weiß es nicht mehr, ey. Ach, das war doch schon hier drin, oder nicht? Oder bin ich jetzt Mischugge? Kann die hier nirgends hinsetzen? Oder geht das nur, wenn die Seemotte nicht gedockt ist? Wartet mal. Ich muss mal nochmal nachlesen hier. In den Moonpool einbauen, angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Ja, warum geht das nicht? Warum kann ich das da jetzt nicht machen? Weil ich es mal wieder an der falschen Stelle gemacht habe wahrscheinlich. Oder, wartet mal. Ich dock mal erstmal die Seemotte ab. Hä? Das kann ich hier nicht mehr. Ich nehme mal die Seemotte und dock die mal ab. So, wahrscheinlich geht das nur, wenn die nicht gedockt ist. Das könnte sein. So, nochmal. Komisch. Also ich kann mich erinnern, dass man die hier irgendwo aufgestellt hat. Ich kann mich natürlich auch falsch erinnern. Ah, hier! Hä? Okay. Ja, Moment. So. Der knurrende Magen muss noch kurz warten. Da war das. Nichts angedockt. Okay, das habe ich so nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte das so in Erinnerung, dass man dann da irgendwie steht und dann... Und dass das dann einfach... Dass das dann auf der Brücke da irgendwie drauf ist. Aber da seht ihr mal wieder, wie lange ich das Spiel nicht gespielt habe. Das ist für mich quasi ein neues Spiel. So, Seemotte. Ah ja, genau, hier kann ich die Farbe ändern. Das mache ich jetzt aber erstmal noch nicht. Ich muss jetzt erstmal was essen, ganz schnell. Ja, das ist auch komisch. Guck mal, jetzt sind hier die Türen wieder verschlossen. Das sind die Geistertüren, die verschließen sich einfach. Wie von Zauberhand. Gibt's ja gar nicht. So, schnell essen.
So. Nom 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 nom. Mehr. Mehr. Mehr essen. Muss mehr essen. Aber draußen gibt's noch ganz viel mehr. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich mache ich das mit voller Absicht. Nom 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 nom. So. Okay, genau. Wir gehen mal an den Fabricator und gucken mal, was wir da machen können. Fabricator benutzen. Seemotte. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn da? Seemotten-Torpedosystem, Seemotten-Sonar, Seemotten-Perimeter-Abwehrsystem und Seemotten-Solar-Ladegerät. Hm. Universalmodule. Rumpfpanzerung. Härtet das Chassis. Vorbeugen vor Aufprall. Verhindert Schäden unter normalen Bedingungen. Seemotte-Krebskompatibel. Tiefenmodulstufe 1. Das brauchen wir unbedingt. Okay, wir brauchen noch einen Computerchip. Wir brauchen Titanbarren. Computerchip und Titanbarren brauchen wir. Ist gebongt. Titanbarren kriegen wir ganz leicht. Computerchip wird ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir nochmal 2 Einheiten Kupfer. So, dann nehmen wir mal hier schon das ganze Titan. Das nehmen wir mal raus. Den Rest hier, den packen wir wieder rein. So, müsste eigentlich reichen. Sehr gut, einen Titanbarren. Wunderbar. Und jetzt schieben wir den hier nochmal schnell rein. Na, wir wollen das ja nicht unnötig verlieren. Ey, warte mal, meine Spielbergkappe. Die ziehe ich mal auch hier rein. So. Verlassen. Jetzt muss ich nochmal Kupfer finden. Ich brauche nur 2 Einheiten Kupfer jetzt noch. Das würde ja wohl gehen. Was ist das denn hier? Kupfer zum... Ja! Warum? Was für ein Spezialequipment brauche ich da eigentlich? Brauche ich da den Laserschneider? Das weiß ich gar nicht. So weit war ich nie, dass ich diese Ressourcenknubbel irgendwie abbauen konnte. So weit habe ich nie gespielt. Es war irgendwie im Endgame, war das irgendwie nie nötig, wenn man schon alles hatte, da diese riesigen Ressourcenknubbel abzubauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile anders ist. Gibt's überall nur diese Ressourcenknubbel mit den tollen Ressourcen. Mit Blei und so. Das brauche ich alles gar nicht. Ich brauche nur die normalen. Die Standardknüppelchen. Ich bin aber auch ein bisschen blind, glaube ich, oder? Warte mal, da ist, glaube ich. Nee. Die sind echt schwer zu sehen, darf ich das mal sagen? Oh, scheiße, warte mal. 40% Sauerstoff. Schnell! Muss aufpassen auf meine Energie. Welcome aboard, Captain. Nein, nicht welcome aboard. Ich muss nur atmen. Komm, atme. Breeze! Breeze! Los, und weiter. Ich muss mal jetzt richtig weit wegschwimmen. Und mal gucken, ob hier irgendwo noch normale Knubbel sind. Das sind alles die krassen Knubbel. Die sind alle zu krass, diese Knubbel. Ich brauche die normalen. Die einfachen Knubbel. Aua, mein Kopf. Das sieht ja sehr dürftig aus hier. Ich meine, ich hätte ja hier Kupfer, aber ich kann es ja nicht abbauen, verdammt. Ich brauche Kupfer. Ich muss, glaube ich, mal mit der Seemotte nochmal woanders hin. Sonst hat das keinen Sinn, wenn ich hier mich wie ein Wolf suche jetzt die ganze Zeit. Das hat, glaube ich, echt keinen Sinn so. Ich brauche normale, einfache Knubbel. Ich schwimme jetzt nochmal an dem Riff entlang hier. Passen mit der Energie nur noch 30%. Hier muss es doch noch irgendwo so einen Knubbel geben. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es doch hier noch einen geben. Oder 2. Ich muss niesen. Da! Gesundheit an mich selbst. Da ist er. Das ist der ich gesucht habe. Ja, Kupfer. Jetzt noch einen. Noch einen, komm. Ich bin, glaube ich, allergisch auf Kupfer. Das heißt, wenn ich niesen muss, sieht's gut aus. Ai! Nein, Blei, scheiße. Titan. Ja, Kupfer. Nimm es. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Schnell zurück. Oh Gott.
25% Energie nur noch. 80% Sauerstoff. Schnell! Ich weiß, ich ersticke noch nicht gleich, wenn das auf Null ist, aber trotzdem. Ich glaube, da ist es nicht viel Zeit dazwischen. Los! Rein! Oh, so, jetzt Mikrochip machen. Also erstmal natürlich hier, ne, das Ding. Ah, warte mal, habe ich die Tischkorallen? Ja. Gut. Wie war das? Was brauchte ich nochmal für ein Dings? Moment. Genau. Den Chip und den Barren. Den hatte ich hier reingetan, ne? Ja. Okay. Wir können das Seemottenverbesserungsmodul craften. Schnell. Vergrößert die sichere Tauftiefe. Gott. Die sichere Tauchtiefe um 100 Meter. Okay, das heißt, wir können jetzt 300 Meter tief tauchen. Nice. Das bauen wir doch gleich mal ein, würde ich sagen. Hier muss ich daran, ne? So war das, genau. Man muss die Module an der Seite einsetzen. Jetzt weiß ich es wieder. So. Zerstörungstiefe nun 300 Meter. Kann ich eigentlich noch so eins machen? Ich meine, das ist jetzt Stufe 1. Da brauche ich dann wahrscheinlich Stufe 2 noch, oder? Was kann ich hier eigentlich noch so machen? Wirbeltorpedos? Ich könnte noch ein Torpedomodul bauen, aber da brauche ich Magnetit. Scheiße, das können wir vergessen. Ja, warte mal, gab es da nicht noch irgendwie ein Defensivsystem? Seemottenperimeter-Abwehrsystem. Da brauche ich Polyanilin. Keine Ahnung, was das ist. Das kann ich, glaube ich, erstmal vergessen. Okay, ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist schon das sinnvollste Modul. Muss ich nochmal schnell gucken. Ich repariere mal die Seemotte. Wunderbar. Jetzt packe ich nochmal schnell die Ressourcen weg, die ich dabei habe. Und dann können wir ja nochmal hier die Gegend erkunden. Diesmal in der größeren Tiefe. Jetzt haben wir ja 100 Meter mehr Spielraum, die wir auskosten können. Das heißt, wir können potenziell auch wieder neue Blueprints finden. Weil wir jetzt tiefer tauchen können. So. Ich will nämlich nochmal zurück zu dem Vulkan. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass man da Magnetit finden kann. Das wäre jetzt so die nächste, das nächste Landmark, das Magnetit zu bekommen. Da ist der Vulkan. Und den können wir jetzt locker erreichen. Was sehr cool ist. Und da, seht ihr, da ist auf jeden Fall Erz drumherum. Das ist, glaube ich, Aluminiumerz. Fallen auch Sachen runter. Was ich mich halt frage, ist, kann man da rein? Das ist, glaube ich, sehr ungesund, oder? Würde ich jetzt schätzen. Aber guck mal, es macht keinen Schaden. Es macht keinen Schaden, wenn ich hier reingehe. Die Fische sind ja da auch quicklebendig. Ach Mann, geht weg. Die werden ja auch nicht gegrillt, die Tiere. Jetzt mal was probieren. Oh, scheiße. Nee, es ist schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine gute Idee. Irgendwas sagt mir, dass es keine gute Idee ist. Okay, ja, gut. Ich, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ich will immer jedes Mal eine Map aufmachen irgendwie. Ich will jedes Mal M drücken. Oh, was ist denn das hier? Ganz viele Ressourcen. Hä? Was war denn das? Habt ihr das gerade gesehen? Was war denn das? Sah aus, als wenn ein riesiges Kraftfeld auf mich zukommt. Bin ich hier an der Levelgrenze oder... Oder was war das gerade? Nee, das kann ja nicht sein. Da wären hier keine Ressourcen. Das wäre irgendwie ein bisschen dämlich. So. Also nur weil ich jetzt hier so tief tauchen kann, heißt es natürlich nicht, dass ich hier achtlos... immer tiefer gehen kann, ne? Das heißt natürlich, dass ich jetzt einen größeren Spielraum habe. Hier ist irgendwas, guck mal. Da ist was Neues! Da ist wieder nur diese komische Schubkarte. Hier, das ist irgendwie neu. Was, Kalkstein? Ah! Schnell rein! Was war das jetzt? Hey! Quarz! Hä? Ach, das war Quarz. Hey, hörst du mal auf hier zu kuscheln? Das geht ja gar nicht. Das war... Hey, das sah aber komisch aus gerade. Das war komischer Quarz. Das ist doch kein Quarz da. Salzablagerung. Ach so, da sind immer zwei Ressourcen drin. In den Teilen. Okay.
So, dann schauen wir doch mal. Oh. Okay. Doch schon. Ja gut, müssen wir halt drauf achten, ne? Da ist aber noch irgendwie... Moment, da ist irgendwie noch eine Kiste. Aber da ist wahrscheinlich eh wieder nur... Ich tauche da mal kurz hin. Mal wissen, was da drin ist. Schubkanonenfragment. Das hatten wir schon, okay. Es ist so dunkel hier, es ist schon wieder Nacht. Okay. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall 300 Meter gewonnen. Also 100 Meter haben wir gewonnen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ja. Aber es ist noch nicht gut genug. Wir müssen noch tiefer vordringen. Was war das? Das klang nicht gut. Ah! Oh Gott! Oh nein! Flieg! Flieg! Flieg und Sieg! Nicht umdrehen! Nicht stehen bleiben! Oh, wenn die so aus der Dunkelheit auftauchen, ne? Was wackelt hier so? Was wackelt hier so? Warum? 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 Was ist das für ein Zauber, der hier abgefackelt wird? Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Vielleicht hänge ich sie so ab, die hässlichen Viecher. Gott, wenn die so aus der Dunkelheit... Das klingt auch wieder nicht gut. Angst. Angst. Angst und Panik. Panik und Angst. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Gott, diese verdammten... Diese verdammten Levatane da. Das sind nämlich diese Reaper-Levatane. Lebertrane. Das sind Lebertrane, sind das. Ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Subnautica. Und dann dringen wir in die Untiefen dieses Ozeans noch tiefer vor. Nämlich 100 Meter, um genau zu sein. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.